Okay, Leute. Jetzt nochmal ein kurzes Video zu dem Ablauf, wie man halt den maximalen Schaden verursacht mit Yula und was es mit diesen Stapelungen auf sich hat. Ihr seht jetzt hier keine Pfeile, die nach oben schauen. Ihr seht jetzt auch hier 795 Verteidigung. Jetzt werde ich die Elementarfähigkeit einmal antippen gegen diesen Ruinenwächter und über meinem Kopf jetzt hier wird dann ein einziges Schwertsymbol zu sehen sein. Wenn ich das dann wiederholt mache, antippen Elementarfähigkeit, bekommen wir dann die zweite Stapelung drauf. Dann sind zwei Schwerter drauf. Und diese Stapel, die nennt man auch kaltes Herz. Die erhöhen unseren Unterbrechungswiderstand und auch unsere Verteidigung. Auch ersichtlich anhand von Buff-Pfeilen. Da seht ihr jetzt hier gleich orangene Pfeile, die so nach oben zeigen. Die sagen, ah, wir sind jetzt gerade in irgendeinem Buff drin. Passt auf, wenn wir jetzt hier die Fähigkeit jetzt einmal antippen, dann werdet ihr überhalb eures Kopf genau halt so ein Schwertsymbol sehen. Guckt genau hin. Zack, Schwertsymbol einmal aufgetaucht. Okay, wir warten jetzt ab, den Cooldown, machen es erneut. Zwei Schwerter sind jetzt über unserem Kopf. Der macht jetzt seinen Ultra-Move und sonst was, bla bla bla, will uns eine geben, seht ihr diese orangenen Pfeile und schaut mal her, 1245 Verteidigung. Unsere Verteidigung wurde ordentlich geboostet, wir haben 600 Verteidigung dazu bekommen. Wenn ich jetzt die Elementarfähigkeit gedrückt halte, dann triggert diese passive Fähigkeit. Wenn wir zwei Stapelungen kaltes Herz haben, die haben wir, weil wir zweimal die Elementarfähigkeit angetippt haben, bekommen wir jetzt, wenn wir die Elementarfähigkeit gedrückt halten, einen zusätzlichen physischen Schaden auf den Gegner. Das Ganze sieht dann so aus. Zack, die Schwerter fliegen rein, bumm, diese 4297, die ihr gesehen habt, das war jetzt, weil wir im Vorfeld zweimal die Elementarfähigkeit angetippt haben. Soweit, so gut. Und jetzt zu dem eigentlichen Workflow. Ich werde jetzt mit Euler einmal die Elementarfähigkeit antippen. Der Gegner hat Kryo drauf. Dann wechsle ich rüber zu Fische. In der Zwischenzeit läuft mein Cooldown schon runter für Eulers Elementarfähigkeit. Ich beschwöre Oz. Oz macht Elektro rauf. Supraleiter. Physischer Widerstand des Gegners wird reduziert. Ich gehe wieder zurück zu Euler. Ich tippe ein zweites Mal die Elementarfähigkeit an. Dann habe ich zwei Stapelungen kaltes Herz drauf. Ich warte wieder, bis mein Cooldown runter ist. Halte E gedrückt. Raster komplett aus. Ne? Jetzt habe ich aber einen Cooldown von 10 Sekunden auf meiner Elementarfähigkeit. Die resette ich durch meine Spezialfähigkeit. Dann tippe ich erneut auf E, weil durch meine Spezialfähigkeit bekomme ich von Natur aus eine Stapelung kaltes Herz. Durch meine Elementarfähigkeit des Antippens hole ich mir die zweite Stapelung rein. 4 Sekunden Cooldown. In den 4 Sekunden haue ich die ganze Zeit mit meinem Standardangriff dazu. Dann mache ich nochmal die Elementarfähigkeit. Allerdings lade ich sie diesmal komplett auf, weil wir ja eine Stapelung hatten. Weil wir zwei Stapelungen halt drauf hatten. Ne? Das explodiert. In der Zwischenzeit sind die 7 Sekunden um für die Spezialfähigkeit. Es explodiert nochmal. Das ist der Plan. Mal sehen, ob wir das realisieren können. Bei Marzen ist natürlich so ein bisschen schwieriger als jetzt, wenn man das macht. Und außerdem im Eifer des Gefechts kann immer mal wieder schief gehen, wenn er jetzt hier rumspringt. Zack. Zack. In der Zwischenzeit hauen wir ein bisschen. Wir hauen. Elementarfähigkeit. Zwei Stapelungen sind drauf. Okay, ich hau mal nicht, sonst stirbt er sofort. Das haben wir jetzt. Wir haben jetzt einen Cooldown. Okay. Cooldown ist resettet. Erneut jetzt das gemacht. Und jetzt müsste ich eigentlich nur noch warten, bis das passiert. Seht hin. Bumm. Ich hätte in der Zwischenzeit eigentlich angreifen sollen. Dann wäre der Schaden jetzt noch höher. Aber ihr habt gesehen, er ist ja schon vorher gestorben, weil sie einfach richtig hart hittet. Boom, alles explodiert.